Was alles muss passiert sein, wenn Menschen sich selbst dieser Taten bezichtigen, um aus einem Teufelskreis auszubrechen? Sie gehen das Risiko ein, dass man ihnen nicht glaubt oder sie selbst nicht mehr als Zeugen behandelt, sondern dass sie als Täter betrachtet werden. Wie damit umgegangen werden sollte, wird in letzter Zeit verstärkt auch öffentlich diskutiert, wie hier bei einer Veranstaltung der SPD-Bundestagsfraktion. Bisher allerdings ohne konkretes Ergebnis. Ich könnte mir vorstellen, dass über das Bundeskriminalamt wirklich ernst genommen wird, was alles schon an Erkenntnissen vorliegt. Es ist ja nicht so, dass es keine Erkenntnisse gibt. Es gibt Ermittlungsverfahren, die häufig im Sande verlaufen, weil der einzelne Polizeibeamte oder auch der einzelne Staatsanwalt die Dimension der Verbrechen, die da zum Teil passieren, überhaupt nicht erkennen kann. Und da ist, finde ich, die Bundesregierung gefordert, der Bundesinnenminister gefordert, das Bundeskriminalamt gefordert, anzufordern, was haben wir eigentlich alles, das mit Fachleuten auszuwerten und dann wirklich eine Sonderkommission auf Bundesebene in Zusammenarbeit natürlich mit den Ländern einzurichten, um mal wirklich alles zusammenzufassen und dann auch an die Täter ranzukommen. Auf meine Anfrage beim Bundeskriminalamt liegen auch heute immer noch keine Erkenntnisse im Phänomenbereich Okkultismus, Satanismus vor. Wie kann das sein? Das glaube ich nicht. Ich glaube es nicht. Ich vermute, dass der Verfassungsschutz durchaus einige Erkenntnisse hat. Und ich weiß nicht, warum man die unter den Tisch hält. Es ist ein großes Phänomen, dass dieses Thema immer noch ein Tabuthema ist und Täter geschützt werden und Opfer bloßgestellt werden und im Stich gelassen werden. Das ist ein Phänomen, das ich im Moment nicht aufklären kann. Aber ich glaube, wenn wir alle weiter daran arbeiten und Öffentlichkeit herstellen, dass sich dann das Blatt wenden wird. Also ich bin mir sicher, dass die Informationen haben. Es gibt ja zum Beispiel beim BKA wie bei anderen Landeskriminalämtern auch Ermittlungsverfahren wegen dieser Internetpornografie und sowas alles. Da gibt es Ermittlungen. Warum guckt man da nicht über den Tellerrand hinaus? Kann ein Ansatz sein, weiß ich nicht. Nur die Entscheidung muss getroffen werden. Das sind politische Entscheidungen. Wann das BKA tätig wird, ist eine politische Entscheidung. Ist es politisch gewollt, ja oder nein? Solange die Gesellschaft nicht akzeptiert, dass es die Herren in den weißen Westen sind, die da mitmachen und dass die das Netzwerk haben und wir nicht, solange wird sich daran auch nichts ändern. Das Schlimmste, an das sich die Frauen, mit denen wir gesprochen haben, erinnern, sind ritualisierte Geburten und Opferungen. Antje und ihre Schwester haben bei der Polizei auch darüber ausgesagt, unabhängig voneinander, nach 10 Jahren, in denen sie sich nicht gesehen haben. Diese Geburt wurde eingeleitet. Es war mit einem Arzt. Und ich kann nicht mehr sagen, ob ich eine Spritze bekommen habe oder ein Getränk oder beides. Das ist alles möglich. Da war Antje schwanger. Da war ich 10, als ich schwanger war. Da muss sie ungefähr 14 gewesen sein. Es gab in der Ecke ein Schaffelllager, wo ich auch schon mitbekommen habe, dass andere dort ein Baby auf die Welt gebracht haben. Bis es dann irgendwann mir passierte. Und ich auch ein Stück von dem Mutterkuchen schlucken musste. Dort hat sie das Kind geboren. Es hat ihr keiner geholfen. Das musste sie alleine tun und sie war auch hinterher völlig fertig. Ich wurde festgehalten, musste zusehen. Du wurdest festgehalten? Ja. Von wem? Also von der Mutter auch. Er hat mich an den Schultern festgehalten auch. Ich musste das mit ansehen, um zu wissen, was auf mich vielleicht mal zukommt. Um zu wissen, du hast sowieso keine Chance. Und ich weiß noch, dass ich im Prinzip überhaupt nicht laufen konnte und das Blut mir an den Beinen herunterlief und all solche Sachen und auch die Fruchtblase irgendwie verwendet wurde. Die Nachgeburt kam dann auch, dann hat sie Spritzen gekriegt, dass sie aufstehen kann und auch laufen kann. Dann wurde sie in eine Kutte gesteckt, der Raum wurde gewechselt und dann lag das Kind da. Schreiend, also die Kutten haben sich alle wieder in der Runde drum aufgestellt. Es wurde auch dabei gesungen, die haben rhythmisch gesungen. Es war also keine Worte dabei oder so, es war einfach nur ein Rhythmus, laut, leise, in einer bestimmten Intonation. Ich musste dieses Kind töten, obwohl ich selbst
kaum dazu in der Lage war, zu stehen, zu gehen oder irgendwas. Dann kam eigentlich in der Kutsche, man konnte auch noch sehen, das Blut lief ihr auch runter, die haben mir da nicht irgendwie geholfen oder so, das war nicht. Und dann stand sie halt vor dem Baby und musste zustechen. Ich wurde dazu aufgefordert, meine Hand wurde geführt. Ich musste ein bestimmtes Ritualmesser nehmen mit dem Namen Atame. Der hohe Priester kam, der hat ihr das Messer in die Hand gedrückt und hat ihr das Messer geführt. Und sie musste zustechen ins Brustbein. Den Brustkorb öffnen, diese weichen Rippen spreizen, das Herz herausnehmen. Also das Herz entnommen, da musste Antje auch ein Stück von essen. Dann wurde dieses Herz in eine Schale gelegt. Und jeder, der um den Altar herum stand, musste ein Stück dieses Herzen essen. Und der hohe Priester hat ihr die Hand geführt? Der hat ihr die Hand geführt, der stand hinter ihr. Der war größer natürlich als sie. Der hatte eine schwarz-goldene Maske auf. Das war irgendeine Tiermaske. Deswegen, also die anderen hatten auch spitze Kapuzen. Der hatte eine runde Kapuze und die Maske davor. Und er hat ihr die Hand so über den Kopf geführt. Und hat das Stechen hat er ihr geführt. Wir werden möglicherweise die Beschuldigten, die durch die Zeugenaussagen ja bekannt sind, versuchen anzusprechen, eventuell auch zu beobachten. Es gibt verschiedene Möglichkeiten für Ermittlungen, die ich natürlich aus ermittlungstaktischen Gründen nicht alle benennen will. Aber wir werden, wenn, dann schon breit angelegt in die Ermittlungen einsteigen.